Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Race Project Cars BTCC 2014 mit dem zweiten Lauf hier am Rennwochenende in Ungarn, Budapest, Ungaroring. Und ja, haben wir es ergibt. Letzten Rennen, Dreifachsieg, wir verlöbt vor Lopez. In der Gesamtwertung haben wir ja heute auch schon gesehen. Deswegen springen wir gleich ins Qualifier ein. Dass wir dieses Mal nur vom Rennmonitor beobachten, würde ich mal behaupten. Ich bin richtig müde, ihr Leute. Ich gehe auch gleich ins Bett. Dieses Qualifying gucken wir uns jetzt zuerst mal die ersten paar Runden an, was die Gegner so auf den Asphalt zaubern. Ich finde, dass der Honda schon geil aussieht. So ist das nicht. Aber mein Herz schlägt halt einfach für die französische Marke mit dem Doppelwinkel. Kann ich halt nichts für. Aber nicht nur in der WTCC, auch in der Rallye-WM schlägt und auf der Straße schlägt mein Herz doch für diese Marke. Und eigentlich genauso so stark schlägt mein Herz für die Marke Ford. Also die beiden stehen... Wir haben zusammen eigentlich auf Platz 1 meiner Lieblingsautomarken, den ich in egal in welcher Rennserie sie antreten, immer die Daumen drücken würde. Natürlich, der Porsche Dreifachsieg in Le Mans war genial. Letztes Jahr, dass Toyota die Langstrecken-WM gewonnen hat, hat mich tierisch gefreut. Und ich freue mich auch tierisch aufs Toyota, auf die Rückkehr von Toyota in die Rallye-WM 2017. VW-Fan war ich jetzt noch nie so, aber natürlich ist es schön zu sehen, dass ein deutscher Hersteller die Rallye-WM aktuell dominiert. Aber so richtig schlagen tut mein Herz schon für Citroën und Ford. So, jetzt gucken wir uns die Zeit von Mehdi Benani gleich an. Oh, ich mache mal kurz die Augen zu. 41,06 im ersten Abschnitt. Fahren wir mal hier so ein bisschen auf der Dashcam mit. Müde kann man sein. So wird jetzt vielleicht der erste sein, der eine gezeitete Runde fährt. Ach nee, also der eine gezeitete Runde auf dem Konto hat, drücken wir so aus. Und wird somit zumindest kurz die Pole Position übernehmen. Ich habe mich entschlossen, um es spannender zu machen. Wir starten da. Wir rollen das Feld von hinten auf im Rennen. Vielleicht ist das ein bisschen spannender, ein bisschen genialer. So, 1,59,02. Ist ja schon mal nicht schlecht. Da kommt jetzt hier Michael Koslowski. Die argumentiere jetzt die
Bestzeit übernommen. Jetzt Lopez schnellster. Tacchini. Nur zweiter. Damit bleibt Lopez vorne. Coronel vierter. Sebastian Loeb nur achter. Kvyat zehnter. So, da haben wir die beiden AllInkle.com Münich Racing Team. So, und Sebastian Loeb hatte das Problem, die Ladas konnte er irgendwo überholen, aber hier, Valant reicht nicht zum Überholen, aber er bremst ihn tierisch aus. Also ich denke, Loeb könnte schneller. Och, wie kann man so müde sein, verdammt. Jo, das wird, da erinnert sich auch nichts mehr dran. Und genau aus dem Grund beenden wir das Qualifying. Lopez also von Pole vor den beiden Honda. Das seht ihr gleich in dieser Folge. Ich fasse aber dennoch morgen. Macht's also gut, bis. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Race WTCC 2014 mit der mit dem Rennen, dem zweiten Lauf an diesem Wochenende. Das Qualifying haben wir ja eben gesehen, auch wenn ich gestern Abend aufgenommen habe, ich viel zu müde war, um weiterzumachen. Ja, am Ungaroring. Wir starten von ganz hinten diesmal. Dachte mir, das wäre vielleicht mal eine Alternative, um das Rennen ein bisschen spannender zu machen. Von der Pole startet unser ärgster Verfolger, José María López, der spätere echte Weltmeister der WTCC 2014. Und ja, Sebastian Loeb, der noch im ersten Lauf Dritter war, startet von Position 8 und die Kwiyong Mas starten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von 11 und 12. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich denke, das werden wir gleich sehen. Wenn wir nämlich hier, ja, das Ergebnis des letzten Rennens, die Fahrerliste, das kennen wir alles, ja. Jawohl, Lopez startet neben Tarquini, dann folgen Tarquinis Teamkollege Montero vor Tom Coronel, Mehdi Benani, Dom Chilton, Michelic, Loeb, Valant, Kwiyong Ma 10, Rob Huff 11, Kwiyong Ma 12, dann Borkovic, Thompson, Morbidelli, Münich, Kozlowski und wir. So, dann starten wir auch schon ins Rennen. So, James Thompson greife ich mir jetzt.
Wow. Bokovic zieht da harte Bandagen auf. Die Tür zu, also im Endeffekt muss ich mich am Ende dann doch irgendwie. So, aber jetzt. So, Valente war auch kein Riesenhindernis. Jetzt bin ich schon Zwölfter. Durch die Berührung an Kwiong Ma die Kurve nicht bekommt und wieder hinter Borkovic. Oh, eine Durchfahrtsstrafe. Klasse. Dass ich viel zu spät gebremst habe. So, die Durchfahrtsstrafe. Die haben wir damit jetzt absolviert. Da haben wir den Kwiong Ma, den wir gedreht haben, unseren Teamkollegen. Und ich glaube, dass wir den in Wirklichkeit ziemlich ärgern nach dem Rennen mit dem Citroën Motorsportchef Yves Montand geben. Hinter den Kulissen zwar, aber. So, Münich war jetzt auch kein Riesenproblem. Dann holen wir uns jetzt gleich Gianni Morbidelli. So rum heißt der, Gianni. Angriff auf James Thompson. Nächste Kurve sind wir innen. Das müsste eigentlich reichen. Dusan Borkovic, da waren wir auch schon mal. So, jetzt haben wir ihn. Der nächste ist Hugo Valente.
So, und schon bin ich... Oh, Zehnter. Hula hat jetzt mal schon mal einen Punkt. Nicht noch den zweiten Kyong mal rauskugeln. So, und jetzt Norbert Michelic. Ist der nicht sogar Ungare? Oh. Sein Heimat drauf. Und wieder alles verloren. Warnung, ihn abkürzen. Ich habe mich gedreht. Sonst sind wir überlegen, beschleunigen wir uns jetzt einfach vorbei. Jetzt wirklich beide in einem Abendzug geschnappt? Jawohl. Hat ihr mir jetzt so freiwillig Platz gemacht, Tom Chilton? Genau wie Tom Coronel. Na, und ihren Platz verloren. So, wir haben jetzt gleich noch drei Runden. Nee, noch zwei Runden. So, Tom Coronel.
Ach, Sepp! So, noch zwei Runden. So, das war jetzt Gabriel Tacchini. Jetzt bin ich schon Gesamtwertungsdritter. So. Ich weiß schon, wo ich mir den Montero schnappe. So, neben Thiago Montero. So, das nur, weil Thiago Montero zuerst später bremst wie ich und dann trotzdem härter bremst wie ich. Natürlich jetzt nichts mehr gefährden. Also wenn wir einen risikolosen Platztausch... wo wir beim risikolosen Platztausch wären. Ja, wo wir beim Risikolosen wären. Um es nochmal zu wiederholen. So, zweiter. Lopez gewinnt. Was eigentlich ziemlich gut für die Meisterschaft ist, denn, ja, er holt 7 Punkte von über 50 Punkten Rückstand auf uns auf. Baut aber gleichzeitig seinen Vorsprung auf Tacchini und Montero aus.
Den sich am Ende nur Löb. Also, die sich. Löb musste sich nur den beiden am Ende und hat seinen Teamkollegen geschlagen geben. Kuyong Ma letzter, Koslowski vorletzter, aber hier die Top 10. Lopez, Stuber, Montero, Takini, Löb, Kochonel, Kuyong Ma. Hab ich das richtig gelesen? Dann noch so weit vorgekommen. Ja, siebter. Rob Huff auf Lada. Ich glaube, beste Lada-Platzierung überhaupt diese Saison. Tom Chilton und das letzte war. Hugo Valente. So. Da haben wir ein schönes Bild vom Podium. Und dann sehen wir hier den Meisterschaftsstand. 143 zu 94. Dann Takini 76, Montero 72, Löb 53, vorkommt Tom Coronel mit. Das blättert so schnell. 36, Mehdi Benani 34, Michelitz 30, Kuyong Ma 20 und 10 platzierter ist Tom Chilton mit 18, Kuyong Ma mit 12, Morbidelli 10, Rob Huff 5, Vallon 3. Die Fahrer ohne Punkte sind Thompson, Koslowski sowie René Münich und Dusan Borkovic. In der Teamwertung sieht es sich folgt aus. Das Citroën Total World Touring Car Championship Team führt mit 322 Punkten vor Castrol Honda World Touring Car Championship Team und Rual Motorsport Pro Team Racing 34, der Zenko Motorsport 34 Punkte vierter, Zenko Motorsport 30 Punkte fünfter, Allinkel.com Münich Motor Sport, da fehlt Sport, ja. Citroën in der Markenwertung 322 für Honda mit 212. Lada immerhin 5 Punkte. So, und damit würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Wochenende mit der dem fünften Lauf der Formel 1 Saison 2015 in Barcelona, Spanien. Und dem dritten Lauf der DTM in, ich glaube, Sandford. Ich glaube, es ist Sandford. Einen Moment, das gucken wir einfach. Dauert gerade ein bisschen. Nee, es geht auch nach Budapest, auch nach Ungarn. Sandford ist erst der vorletzte Saisonlauf. Und dieses Jahr war es 2015 der vierte Saisonlauf, okay? Ist das richtig, dass dies denn nur 9 Rennen sind? Hockenheim, Lausitz, Norris, Sandford, Spielberg, Moskau, Oschers, Nürburg, Hockenheim. Und da letztes Jahr war Hockenheim, Sandford, Lausitz, Nürburg, Spielberg, Moskau, Norris, Oschers, Hockenheim. Da war noch Budapest mit dabei. Stimmt. Das fehlt dieses Jahr, also in der 2015er echten DTM. Egal. Trotzdem, das ist dann das Programm in der nächsten Woche am Rennwochenende. Macht's gut. Bis dahin, euer Replika 666.